Die goldene Medaille brauchen, um weiterzukommen. Alles andere wollen wir haben. Das ist wahrscheinlich auch Story-relevant, das dritte. So, wir haben noch genug. So, ich hätte gern einmal das hier. That gold and sugar light coin looks delicious. I'll take that. Ein Schubladen-Coin. So, jetzt nehme ich das hier. I know who will look amazing in this tiny skirt. Shadam! Sehr schön. There you go, Unicorn. You look like a sweet little lady. Das ist doch was Tolles. So, und jetzt zum Schluss nochmal das hier. Oh, one of those dolls again. I want it. Die Realität wird sich in das verwandeln, was das Kind sich am meisten wünscht. Reality will transform into what the child desires the most. Ah, oh, really? A desire, you say? Probe Nummer 5. I like desires. What did you choose? Nothing. Jungscher freigeschaltete Rich Lady. Ja, was nicht unbedingt gut ist. Ich weiß nicht, ob dieser Jungscher was Tolles ist. Aber wir haben sie erstmal. Wird vielleicht schon viel eher zum Evil One, aber was soll's. Na komm. Schade. Das können wir nicht ändern. So, dann habe ich doch eine Medaille. Hier, können wir mitfahren? The sweet chocolate coin reward. Is that good? I don't think that would. No, see, it's fine. Oh, look at that. Well, are you ready to leave? Wenn die Boot wegfahren, in Phantasmagoria bleiben. Na, wir fahren mit dem Boot. Auch nicht. This is going to be so cool. I hope we don't get attacked by pirates. Was sollen wir hier noch tun? Noch weitere Tickets kaufen, holen, gewinnen. But tell me, I'm curious now. We don't have time for that, Miss Fortune. Just forget it. Oh, but now I'll think about it forever. Oh. Und los geht die Reise. Ah, oh, Kraken, if you appear in front of me, I will see you. And if I see you, I will know it is you. Sweet Kraken, come up in front of me right now. Ugh, what's a freaking Kraken? Hey, this place is very quiet. Is one allowed to talk? Anyway, I was thinking, is the Kraken available for petting? You know, like some pet doggies, some pet kitties. I want to pet the Kraken, if it's possible. Well, I heard you could lure it out with fish. With fish, you say? Well, I don't have any fish on me. I guess I won't be petting the Kraken. Was that the fish from the bridge? I think he's happy because I saved him. You remember I saved him from the bridge? Remember? Yes, I remember. Did you see the kiss he gave me? On my mouth? Because he was in love with me. Because I saved him. Somebody loves me. Hey, Mysterious. Are you taking me now to the house of Benjamin? You know, that blue-eyed, soft, fluffy fox who happens to be a great artist and stole my happiness? You don't seem to want to talk about it. And why is that you collect coins? That's how you pay for your rent and food, right? Miss Fortune, just leave him alone. He's not very gesprächig. Here. Anyway, do you like to eat sushi? I know about sushi because I have a Japanese ghost friend. By the way, can you speak Japanese? I need some translations. Do you know what this means? Kiribadoku desuka. So you don't know, huh? You know, I've never been outside this late by myself. Do you go outside by yourself this late every day? Are you going to eat my chocolate coin? Because I'm a bit hungry. Ah, stop talking! Ah, why should I stop talking? Nobody else is talking. Hey, Mysterious, where are you going? Oh no, can he swim?
Hello? Ich fürchte nein. Ladies ask too many questions. It makes people want to drown themselves. Ah, stupid. I'm pretty sure he'll be fine. Look, we have a Na toll, jetzt hat sich der Tod ertränkt. Ist ja schön. Und wie kommen wir jetzt rüber? Achso, sind wir selbst geschwommen. Haben wir selbst das Schiff bewegt. Oh, was haben wir denn hier? Friedhof der Kuscheltiere. Check that out. It's the toy graveyard, I'm telling you. Whatever you say, Miss Fortune. Schnell weg hier. What time is it? Ich hab den Film nicht gesehen, aber... Mr. Boy, ja, are you there? Der Trailer ist schon gruselig Hello? Genug. There's something wrong here. Something very wrong. What's wrong, Mr. Voice? What do you mean? It's coming. Hide. Hide. I don't know what you're playing, hide and but seek. If you scare me, I'll close my eyes. Oi. Ada? Der Hero. Sehr schön, weit geht's. Immer voran, wir sind mutig. Lass uns hier nicht aufhalten. Von einem schrecklich aussehenden Gebiet. Oh, damn it. My little foot got stuck. Oh nein. Können wir da was gegen tun? Ach du Schreck. Monster, Mr. Voice. Can you see? Can you see it? Ich fürchte. Running away from? Is it the fox? Nee, das bist vielleicht du. Was the fox? No, it's the monster. I saw it again. You don't know what you're talking about. Yes, I do. I saw it. Oh, Benjamin Fuchs. Don't make any sudden moves. Todstein aufstehen. Stehen auf. Benjamin ist nett. Ich vertraue dem. Im zweiten Run machen wir das nicht mehr. Aber jetzt vertrauen wir dem. Der sieht doch freundlich aus. Der hat mir gerade aufgeholfen. Das habt ihr doch gesehen. Das ist doch hier. Der muss doch nett sein. Das kann aufgeholfen. Stop and listen to me. There's something I need to tell you. If you keep running, you'll end up badly hurt. And I don't want that. You're too important. But I want to find Benjamin. He was nice to me. Trust me. He's dangerous. Stop running, please. Bleib stehen, um Herr Stimme zuzuhören. Lauf Benjamin weiter nach. Den natürlich. Wir laufen Benjamin weiter nach. Diesmal vertrauen wir ihm. Er ist der Gute. What's this? Really? You don't remember me saying if you keep running, you'll end up hurt. Uh-huh. I know, I could have been more specific, like there's a bear trap up ahead. Stop or you will be hurt. But I felt like getting straight to the point. Okay, thank you. Who left a bear trap here anyway? I haven't seen any bears. Well, I don't want to point any fingers. But it was obviously the fox. Vielleicht war das eine Monsterfalle. Für ihn, für Mr. Boyce. I have what you call foxophobia. Is that true? Yes, I swear. Now, let's focus on the eternal happiness again. Das neue Adventskalender-Türchen von Herr Bergmann ist online gekommen. Okay. Oh, this makes me think about Bubsy, you know? Did I show you Bubsy the teddy in the secret spot? He will be very sad to know about this. The secret spot? His bear trap. Because he's a teddy bear. He lives in a world of fantasy where there are no bear traps. And if he will go in the woods, he will see this and not know he's dying. Now I see Bubsy being killed by a bear trap. That's how it is now. He's dead. Bubsy died. What are you talking about? Eine traurige Geschichte. Bubsy, don't you listen? Let's keep going now, Miss Fortune. Bye, Bubsy. Trap dead in the bear trap. Hier können wir nichts mehr reintun, wenn wir was nicht rausgenommen Let's haben. See what this one says. Huh.
The piece is missing. What's this? Ach, das Stück hätte wir mitnehmen müssen aus dem letzten. Da haben wir es hier im Zoo haben wir es reingepackt und nicht wieder mit rausgenommen. Das ist jetzt schade. Hätten wir mal dran denken müssen. Zurück zum Zoo kommen wir jetzt nicht mehr. So, Miss Fortune, I have a couple of questions for you. Schon wieder, FAQ. Yeah, I'm ready. Wonderful. Now, just be honest and think about it before answering. Q&A. First question. Do you believe in magic? Da wir den friedlichen Mann machen, den naiven Mann, glaube ich mal an Magie. Ja, warum nicht? Ja. Yes, yes, I do. When Mommy and Daddy scream, I go to my secret hiding spot. And in my secret spot, they never drink juice and never scream at me. That's magical, don't you think? Oh, yes. Yes, it is, my sweet child. Moving on, second question. Do you trust me? Nein, will es der gute Mann. Nein, natürlich nicht. Vertrau Benjamin. You're just a voice in my head. Mommy talks to herself a lot too. She says it's her inner demons and that the Jews keep them away. I'm sorry to hear that. Danke für den einen Daumen nach oben. Me? A demon? Und den dritten Zuschauer, der gekommen ist. No. Sei gegrüßt. You can't be a demon. Not with that silly voice. Well, anyway. Now, for the third question. Are you afraid of dying? Hallo, Noah. Hast du Angst zu sterben? Ne, wir sind ganz mutig und ganz, ja, ganz tapfer und ganz fröhlich. Fröhlicher waren jetzt hier. No, I'm not afraid of death, because all dead people I know never came back from being dead. So it must be pretty cool to be dead. Well, I guess you das ist eine gute Motivation. Looks like there's going to be a storm. Oh no, I hope it doesn't rain that much. I don't like my feet getting wet. I'm a little lady, you know. Und da ist auch schon ein Unterschlupf. Hey, look at that. I think we're here. Benjamin! Stay cool, Miss Fortune. I'm cool. I'll keep an eye out here while you go inside and look for clues. I'm sure that Fox has hidden the eternal happiness here. Make sure the cabin is empty. And if you see the fox, run. Alright. Wir sollten nicht zu sehr auf die Stimme vertrauen. Ich denke, der wird ja wohl der Böse sein. Oh, it looks like Benjamin's good at cutting wood. He must be so muscular. Nein, ich werde, also Noah fragt, hallo Zwergi, wirst du Cyberpunk spielen? Und wie schon eingangs erwähnt, wie schon im Vorspann erwähnt, also in der Vorkarte. Es ging Stück zur Endcard. Wie ich schon am Anfang gesagt habe, leider heute kein Cyberpunk im Stream. Wird es auch auf meinem Kanal nicht geben. Ich bin also Cyberpunk. Ist wirklich, ich habe mir die Trailer und die Teaser und die. Ich habe mir das angeguckt, wie es dort abgeht. Und es ist wirklich kein Spiel für mich. Also, das ist. Da muss ich euch wirklich enttäuschen. Das ist wirklich. Ja. Es ist, also mir haben die Trailer schon nicht gefallen. Es ist wirklich. Be brave, Miss Fortune. Ich mag solche Spiele nicht. Das ist mir zu chaotisch. Das ist mir zu. Es ist einfach nicht. Ich weiß nicht, wie ich das sagen soll. Maybe I can find my eternal happiness. If chaotisch ist vielleicht das falsche, der falsche Begriff. Share the price with us and everything will be fine. Tut mir leid, für die, die sich jetzt erhofft haben, Cyberpunk bei mir zu sehen. Is this Benjamin's? He got some sweet style. I like it. Gibt's davon, also nur die Frage könntest du mir jetzt mal beantworten, gibt's davon eine kostenlose Demo-Version von Cyberpunk? Dann könnte ich mir durchaus vorstellen, die kostenlose Demo-Version davon mal als Let's Test auf meinem Kanal zu bringen. Wie ich damals schon, ich habe ja auch schon, also Let's Tests sind durchaus möglich. Ich habe ja auch, Fortnite habe ich auch schon als Let's Test gespielt. Also einmal ein Let's Test, kurz mal halbe Stunde, 45 Minuten mal in die Demo-Version reingucken. Das wäre durchaus denkbar, aber ansonsten
Nee, Cyberpunk. Als Let's Play bei mir auf gar keinen Fall. Das kommt gar nicht in Frage. Let's see. Mein Name ist Untibi. The monster. Damn it, I broke Benjamin's tape. Oh, wir haben die Kassette zerstört.